Film. Fangen wir doch einfach mal an. Irgendwie hat das mit der Aktualisierung des Stream-Titels nicht auf Anhieb funktioniert. Aber jetzt scheint es funktioniert zu haben. Weil wir machen mal was ganz, 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 ganz Abgefahrenes. Meine Frau hat letztens einen Rappel... Ich robb mal ein bisschen mehr dahin. Meine Frau hat letztens einen Rappel gekriegt und sagte, oh Mensch, so einen alten Katalog, so ein Versandhaus, war ja, Otto, Quelle, dies, das, Katalog mal zu haben aus unserer Jugend. Jugend ist schon ein bisschen her. Das wäre doch mal ganz lustig. Und dann hat sie geguckt und hat gesehen, ja, wie alles kann man sowas käuflich erwerben im Internet, so eBay. Ich glaube, normales eBay nicht. Also es heißt ja jetzt auch nicht mehr eBay Kleinanzeigen, es heißt ja nur noch Kleinanzeigen. Aber sie hat eben bei eBay geguckt. Waren teilweise doch sehr überzogene Preise aufgerufen. Und dann hat sie irgendwie dann, ich glaube, mittlerweile 3 Schnäppchen gemacht und zu für sie vertretbaren Preisen. Also wir haben jetzt, ich glaube, 2 Quelle-Kataloge und einen Otto-Katalog. Und da ich mehr so ein Otto-Mensch bin, weil ein guter Kumpel von mir, also wohnte eine Haustür weiter, ja, sowas wie Best Buddy in Kinder- und Jugendzeiten, dessen Mutter hat bei Otto gearbeitet, weil Otto Versand Hamburg, ne? Zentrale ist, konnte ich vom Balkon der Wohnung meiner Eltern, also wo ich damals ja gewohnt habe, konnte ich aufs Otto-Versand-Gebäude gucken, das ist nicht weit weg von hier. Und seine Mutter hat, wie gesagt, da gearbeitet, hat Personalrabatt bekommen. Das heißt, wir haben dann immer über sie bestellt und bekamen die Sachen dann günstiger. So, deswegen bin ich mehr so Otto-Versand-Mensch. Und auch habe als Kind halt auch Otto-Kataloge in der Hand gehabt. Ja, und wie gesagt, was wir heute mal machen, wir blättern einfach mal durch den Otto-Katalog. Was habe ich geschrieben? Herbst, Winter, 87, 88. Blättern da einfach mal so durch. Wie gesagt, ich habe bisher nur... haben wir wirklich mit der ganzen Familie quasi, oh, Namen-CT, haben wir durch einen Quelle-Katalog geguckt, das war schon sehr lustig, der ist, glaube ich, noch älter, der ist, glaube ich, aus den 70ern. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das heute Abend so wird, das ist jetzt einfach nur meine Idee, ich könnte ja auch mal streamen und streamenderweise durch diesen Katalog blättern. Und wenn das irgendwie lustig ist, Spaß macht, kann ich die anderen Kataloge auch nochmal ausbuddeln. Was heißt ausbuddeln? Wohnzimmertisch. Gut, irgendwie, ich vertraue im Moment meinem... Ah, funktioniert. Genau, den Chat habe ich mal in die andere Ecke gepackt, ausnahmsweise, weil das hier die besser beleuchtete Ecke vom Schreibtisch ist. Deswegen findet das jetzt hier in diesem Bereich statt. Leider bin ich in dieser Ecke. Das könnte ich natürlich... Wisst ihr was? Ich bin da ja flexibel. Nee, ich wollte mich nicht ausschalten. Ich wollte mich bewegen. Zack, bin ich auf dieser Seite. Ist zwar... Ja, ist ja egal. Nur, weil wie gesagt, hier spielt die Musik. Wenn ich jetzt noch hier dieses Kabel und dieses Mauspad aus dem Weg... Na gut, den Lampen... Gut, fangen wir mal an. Titelbild. Die Älteren werden sich erinnern. Für die Jüngeren steht's hier. Titelmodell, Denver Star Joan Collins. Denver. Hat nichts mit John Denver, Take Me Home Country Roads zu tun, sondern einfach, es gab damals, die Älteren werden sich erinnern, das könnte ich in eine Schleife machen, gab es halt diese Serie Denver, das war das Konkurrenzprodukt zu Dallas. Ne? Erst gab es die Serie Dallas, wenn ich mich recht erinnere, dann die Serie Denver und Joan Collins war halt eine Hauptdarstellerin aus der Serie. Denver Clan hieß das, also der Denver Clan, Clan-Kriminalität. Genau. Und der Otto-Katalog auch nicht mit Denver Clan? Weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Hatte ich gerade gesagt, Denver Clan? Habe ich auch nicht. Wie gesagt, meine Frau hat sowas geguckt. Ich nicht. Lief ja eigentlich zu unserer, also wir waren eigentlich zu der Zeit, als das sozusagen das erste Mal in Deutschland lief das lief ja immer abends, spät abends, fast schon zu spät. Aber von einer eine Klassenkameradin, die hatten einen auch der ersten Videorekorder. Und die hat das dann aufgenommen und dann haben die nach der Schule, ist meine Frau zu ihr und dann haben sie zusammen die aktuelle Folge geguckt. So war das damals. War noch nichts mit Mediathek und so. Egal. Fangen wir mal einfach an. Hier ist noch witzig, hier steht eben Herbst, Winter 87, 88.
abgebildetes Ensemble, Seite 152. Also nach dem Motto, wenn ihr das kaufen wollt, was sie hier anhat, guckt auf Seite 152. Ansonsten steht hier nur noch Qualität auf über 1000 Seiten. Das ist ein Telefonbuch. Die Älteren werden sich erinnern, was ein Telefonbuch ist. Aber das war wirklich so, und das ist dünnes Papier. Gut, dann gibt es hier einen Inhalt, damit man so ungefähr weiß, wo man was findet. Ist ja keine PDF-Datei, die man durchsuchen kann. Das ist der klassische Schriftzug damals, also der Werbeslogan in diesem, ne, Otto, finde ich gut. Ja, und es fängt dann erstmal an, also es ist eigentlich bei jedem Katalog so, das fängt halt erstmal unheimlich an mit Klamotten. Klamotten, bis der Arzt kommt. Und ich muss jetzt mal sehen, ob ich hier das Licht irgendwie geschickter machen kann. Achso, jetzt kommt die Lampe ins Bild. Und jetzt bin ich gegen den HDMI-Stecker gekommen. Alles sehr professionell. Hallo Monitor, schön, dass du wieder mitspielst. Gut, dann machen wir die Lampe. Naja, dann gibt es halt ein bisschen Reflexion, aber es gibt wenigstens viel Licht. Ja, das sind hier so, ja, wie soll ich sagen, versteht er? Vivian Caron, Mode für die aktive moderne Frau. Wie gesagt, wir sind in den 80ern. Ich versuche mal hier, ich mache die mal aus, niedrigere Stufe, das ist schon etwas besser. Ja, wie gesagt, die aktive Frau, was natürlich in den 80ern nicht fehlen durfte, Schulterpolster. Schulterpolster vor der Wind. Ich mache doch wieder 1, 2, 3, volle Power. Hier auch damals natürlich Pflicht, breite Gürtel. Je breiter, desto besser. Und ist das echtes Leder? Echtes Leder. Echtes Leder. Gut, also wie gesagt, es fängt erstmal an mit Klamotten. Jetzt fangen sie hier erstmal mit so, wie würde man sagen, schickere Klamotten, also ne, geschäftsraummäßig. Dann Young Fashion, genau, Young Fashion sollte so für junge, hippe Menschen sein. Nun ja, also wer mit den Klamotten in die Schule kam, war nicht besonders gut angesagt, könnte ich dazu nur sagen. Aber es war, Moonwash, ist das Moonwash? Steht das da? Nee, steht hier, super Stonewashed, ist was anderes als Moonwashed. Aber das waren damals so die verschiedenen Arten, Jeansstoff zu behandeln, um den verschiedenen Looks, Texturen könnte man auch sagen, zu verpassen. Oh ja. Animal Print, irgendwie alles mit Tieren, Leopardmuster und so, musste man wissen, also musste Frau wissen. Dann natürlich Motive, große Schriftzüge und ähnliches. Oh ja, Rüschenhemden, ne, rosa. Die Frisuren sind auch sehr, sehr 80s. Also wirklich so, das sind wirklich so Frisuren, wie sie so Klassenkameradinnen zu der Zeit hatten. Neue Ideen. Ne, hätten wir wieder Animal. Oh ja, Holzfällerhemden. Holzfällerhemden waren auch mal. Und wie gesagt, auch bei Frauen. Heute ist das doch, wie sagt man, ist das heute noch dieses Klischee, Maschinenbau-Ingenieure, Studenten tragen Holzfällerhemden? Was ja eigentlich nicht passt, die fällen ja kein Holz. Aber gut, ja, jetzt sind wir hier wieder im Business. City schick. Sind wir wieder bei den Business-Frauen. Oh ja, hier, ne? Strumpfhose ist das Wort, mit sichtbarer Naht hinten, so als kleines optisches Schmankerl. Das ist hier so Chefsekretärinnen-Look. Das war auch mal eine Zeit, das war halt zu der Zeit auch Mode, ne? Eine Bluse. Aber dann sozusagen unten Pullover drüber und dann guckte unten die Bluse raus. Würde man heute sagen, kann sie nicht anziehen oder was? Aber damals war das halt schick. Ja, wie gesagt, dann immer so Great Lakes, Lifetime Sport, immer so Motive, so, natürlich Fantasiemotive, die so irgendwas suggerieren sollten. Amerikanischer Sport oder so. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, Hosen, die wirklich, also so kurz unter den kurzen Rippen endeten. Das war, ja, auch so Style damals. Dann Jeans mit so Schafsfell, also mit irgendeinem weißen Teddystoff innen drinne, ne? Auch hier am Kragen und ähnlichen und so weiter und so fort. Ja, das, ich erinnere mich dunkel. Und mit Grauen. Und ihr seht, wir sind erstmal nur eigentlich Damen.
Also das war jetzt alles nur so Damenmode. Jetzt sind wir hier bei Gürtel. Hatte ich ja gesagt, je breiter, je besser. Strick, jetzt kommen wir zu Strick. Und ich dachte immer, ne, Ketten, Ketten, Perlenketten, große Ketten, lange Ketten. Jetzt wird es ein bisschen winterlich, Strick und Tralala. Gott, ich kann mich nicht erinnern, dass das im Naja gut, der Quellekatalog war ja auch fast 10 Jahre älter, aber das ist, oh, das sind Farben. Das, ne? Ja, grün in fast schwarz über weiß ich nicht was zu, ja. Alleine diese Bluse mit diesen, ne? Ärmeln, wo du ein Kleinkind drin schmuggeln kannst, also. Ja, Exklusivstyle, ne, wieder Ketten, 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 also. Dann hier so Strickkleider, also, ne? So, ja, Strickkleider. Wahnsinn. Ah, wieder Tiere und Animal Print Look und so weiter und so fort. So, Prämienshop, achso, das ist fest. Prämienshop war interessant. Da konnte man, glaube ich, irgendwie, wie war denn das? Ja, Neukunden konnte man werben und man konnte so Sammelbestellungen machen und dann gab es halt solche Prämien. So eine Kamera in der Art hatten wir. Nicht die, aber so eine ähnliche. War so ganz, ganz flach und ja, mit integrierten Spiegel. Was war das? Was kam da für ein Film rein? Steht da natürlich nicht. Ja, wie gesagt, das ist der Premium-Shop. Hier sind wir immer noch. Klamottenfrauen, Klamottenfrauen. Wie gesagt, das ist, oh ja, Pelz. Natürlich, echt. Wir sind in den 80ern. Ne? Da war die Frage, ob echt oder nicht echt, eine Frage des Geldes und sonst überhaupt keine Frage. Oh, Trenchcoat. Oh, ja, hier, ne? Genau, Velourmantel und hier geht's los, ne? Pelzmäntel. Aber so richtig. 598 D-Mark. Jetzt muss ich mir überlegen. Wir sind 1987. Was habe ich da denn als Vergleichswert? Ich habe 1984 oder war es doch, habe ich im Februar, habe ich meinen ersten Computer bekommen, das war der Texas Instruments TI-99-4A, der hat, glaube ich, damals 1300 Mark gekostet und es war für uns eine Menge Geld. Das war eine Menge Geld, ne? Und dann so ein Mantel hier für 600 Mark. Oh. Alleine sich so ein totes Tier um den Hals zu wickeln. Uah. Gab ja auch so welche, wo wirklich noch die, hier sind es ja nur so die Schwänze. Aber es gab ja dann auch so, wo die Köpfe noch zu sehen war. Ich weiß nicht, ob die sowas Abgefahrenes hier auch haben. Ist das alles echt? Das ist alles echt Pelz. Naja, oder halt hier Leder mit Lammfell in. Boah. Hier, das sieht doch fast aus wie so ein Gestapo-Mantel. Lederröcke, Lederhosen, Ledertralala, noch mehr Lammnapper, echtes Leder. Together. Oh, hier, Western. Ah, was ist das? Flashlights, der neue Teen Club. Also, wie gesagt, die hatten dann auch so Vorstellungen, was eben junge Leute tragen. Ist das? Nee, das ist auch Super Stonewash. Ich frage mich, ob Moonwash Jeans vor oder nach Stonewash Jeans waren. Oh, Jeans. Jeans Look. Flashlight. Ey, wir sind schon, ich weiß nicht, wie weit wir sind, aber wir sind immer noch bei den, oh, hier ist mein Herr zwischendurch, aber nur, weil es den Bademantel eben, weil der auch für Herren sein soll. Badeanzüge, Bikinis, Tanga und so war damals, glaube ich, noch nicht so Style. Kommt wahrscheinlich aber noch mehr. Ich erinnere mal daran, damals gab es kein Internet. Man musste nehmen, was man kriegen konnte. Ja, Skimode. Ach, guck mal, gab es damals schon. Ich dachte, das wäre eine neuere Erfindung. Als ich das zur Zeit meiner Kinder gesehen habe, dass es so Schlitten mit so einem Rückenteil gibt, dachte ich, oh, neue Erfindung. Damals hatte das keiner. Ski noch nicht. Oh, hier.
ich hatte, meine Frau hatte den schon mal durchgeblättert, da habe ich zwar nicht alles gesehen, aber dann war auch gesagt, ach guck mal, Boris Becker. Boris Becker steht es hier, da war er schon zweimaliger Wimbledon-Sieger. Ne? Deshalb, Boris Becker, Werbefigur, trug Puma. Also haben wir hier Puma-Klamotten. Hier ist er, das ist nicht Steffi Graf, aber die war ja zu der Zeit auch schon im Einsatz. Wie gesagt, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wann er sein erstes Wimbledon-Turnier gewonnen hat. Das war 84, ich glaube ja. Und wenn Wimbledon, also wenn Beckers und Steffi Grafs Wimbledon-Siege nicht gewesen wäre, gäbe es bestimmt auch nicht in diesem Katalog so viel Tennis. Also Tennis ist ja, hatte dann ja wirklich so einen Hype, dass jeder irgendwie Tennis spielen wollte. Boris Becker, der Wimbledon-Sieger, spielt in Pumaschuhen. Pumaschuhen. Ja, Adidas natürlich. Ich überlege gerade. Ne, dann so die höheren. Na, Basketball würde ich das noch nicht nennen. Trainingsstiefel, Marathon. Ja, Steffi Graf. Was steht da? Sie gewinnt in Adidas-Schuhen. Okay, Boris war Puma, sie war Adidas. Warum nicht? Top-Leistung. Das erinnert mich an dieses Meme, wo der Typ die Frau da so voll quatscht, die den Kopf wegdreht. Und sie guckt auch eher minder begeistert. Puma. Das wäre natürlich, also wenn man so eine Klamotte heute hätte, das wäre natürlich schon wieder Kult. Also mein Sohn trägt zum Beispiel im normalen Leben gerne mal eine Adidas-Trainingsjacke von meinem Vater, auch irgendwie von Anno Dunemal. Das ist ja, die Klamotten wurden ja vielleicht, wenn man sie wirklich nur zum Sport getragen hat, dann wurden die ja auch nicht stark abgenutzt. Und dann, wenn du sie nie aussortiert hast, dann hast du vielleicht heute noch eine Sportklamotte mit dem alten Adidas-Logo und so. Und tja, da bist du heute natürlich der Held. Adidas hat ja teilweise selber nochmal wieder eine Kollektion, glaube ich, rausgebracht mit dem uralt Adidas-Logo, weil das so Kult war. Und hier, ich weiß nicht, wie das aktuelle Puma-Logo aussieht, aber wahrscheinlich auch ein bisschen anders als hier. Sportshop, Jogging. Noch mehr Jogging. Jogging, Jogging, Jogging. Ja, hier wieder, ne? Canadian Calgary Hockey Club. Ich sag ja, es musste amerikanisch und Sport. Zack. Oh, das ist schon ein bisschen hardcore. Das sind hier nämlich so Trainingsanzüge, so, ne, mit Buntfaltenhose. Also eine Trainingshose, und das ist auch ein ganz, was ist das? Freizeitanzug, 70% Polyacryl. Ne? Das ist sehr angenehm zu tragen. Da kommst du einmal ins Schwitzen und stinkst wie ein Öltes. Gut. Sportschuhe. Die heißen wahrscheinlich, das ist Cup Samba, genau, Samba hatte damals irgendwie in der Schule fast jeder als Sportschuhe. Azteca Fairplay, Azteca Acapulco, ach so, da war wahrscheinlich gerade hier eine WM irgendwo. War das Mexiko irgendwann in den 80ern? Keine Ahnung, hier, ne, das alte Adidas-Logo, von dem ich gerade da auch, das alte Adidas-Logo. Was haben wir hier? Puma, Leon Coach, Brasil, Superfly, Maradona King. Weil ich dachte, irgendwo muss es doch auch mal einen Schuh geben, der nach einem Fußballer benannt ist. Ich vermisste hier so Beckenbauer oder so. Aber gut, hatten sie vielleicht nicht. Ja, Trainingsequipment. Hier, das kann man vielleicht nicht so richtig sehen, weil es hier so im Knick ist. Ich wollte ja eigentlich, dafür habe ich ja hier, wo ist mein Mauszeiger? Eigentlich wollte ich ja hier, für solche Gelegenheiten habe ich ja dieses nette hier und da kann ich ja auch mal ein bisschen schieben. Das ist so, das hatte auch irgendjemand, das sind hier so diese Dinger, das sind so, ne, nimmt man so in die Hand und ne, so für die Fingermuskeln. Das ist hier in diesem dieser rote Teil, das ist quasi eine ganz eng gedrehte Feder und dann konnte man das Ding so in die Hand, zwischen die Hände nehmen und dann brauchtest du unheimlich viel Kraft, um es zu biegen und dann hast du es wieder zurückgebogen und dieses Ding hier, das kennt man ja auch aus irgendwelchen Slapstick-Filmen, das ist halt, hier waren es zum Glück so Gummibänder, wie man sie hatte, was weiß ich, um irgendwas auf dem Dachgepäckträger festzumachen,
Und nicht diese engen Federn, die man so aus Filmen kennt, wo dann einer, was weiß ich, so zieht und dann vor der Brust wieder zusammen und klemmt sich dann die Haare und die Haut ein, ging da nicht. Aber wie gesagt, das ist so hier Sportabteilung, Tischtennisplatte ohne Netzgarnitur, die gab es extra, gab eine Schutzhaube und, komme ich so weit mit dem? Ne, komme ich nicht, muss ein bisschen schummeln. Rollschuhe. Ne, das waren Rollschuhe. Das sind ja schon welche aus Kunststoff, die waren ja ganz früher aus Metall, aber die du halt an ein paar Schuhe angedockt, also rumgemacht hast. Ne? Du hast deine normalen Schuhe angehabt und hast die Rollschuhe, jedenfalls diese beiden Modelle, hast du da drüber gezogen, konntest die vorne einstellen, hier eine Lasche und dann hattest du Rollschuhe an den Füßen. Die waren dann auch ein bisschen verstellbar, also man konnte sie ein bisschen auseinanderziehen für verschiedene Schuhgrößen, steht das hier. Kinderlernrollschuhe 24 bis 32, 32 bis 43, aber das Schöne waren natürlich dann Rollerskates. Das war damals natürlich der Schrei. Hatte ich auch welche Rollerskates. Skateboards natürlich auch mit irgendwelchen tollen Motiven. Die taugten natürlich nichts. Also jeder, der mal so gesagt hat, oh, ich habe mal Bock auf Roll. Nicht auf Rollstuhl, auch nicht Rollschuh, sondern auf Skateboard fahren. Da musste man sich eigentlich ein richtiges kaufen und die waren halt entsprechend teuer, weil das noch was Spezielles war. Sporttaschen, Pokale, Medaillen, wusste ich gar nicht, dass es sowas auch gab. Dann hier weiter Fitnessklamotten. War das schon Aerobics? Naja, das sieht noch nicht so nach. Das sieht nicht so nach. Das sieht so ein bisschen nach Aerobic aus. Gymnastikanzug. Sportbekleidung, ne? Stirnband, Puls, hier Pulswärmer hießen die, darf natürlich nicht fehlen. Genau sowas hatte ich mal. Oh, schon lange her. Also nicht so lange her wie der Katalog ist, aber irgendwann hatte ich mal auch für Fitnesszwecke, das war nämlich so ganz ekelhaft rot glänzendes Plastikzeug, was sehr unangenehm war, wenn man dann geschwitzt hat. Hanteln, Langhanteln, ja. Gedöns. Dann hier die klassischen Ergometer. Und wie nannten die? Ja, Ergometer nannten sich die. Spinning gab es damals noch nicht. Rudergerät. Und Knarren. Wir haben ja noch einen älteren Katalog. Wir hatten letztens nämlich gesehen, war letztens Thema, dass es bis, ich glaube, 1976, ich glaube, bis 1976 war es erlaubt, tatsächlich echte Schusswaffen auch so konntest du so kaufen. Das hier sind jetzt alles Gas- und Signalwaffen, also für, ich sag mal, was man so Schreckschusspistolen nennt. Ne? Sehen zwar teilweise verblüffend echt aus, können aber jedenfalls nicht ohne Maßnahmen irgendwas verschießen. Ja, die hatten eigentlich immer im Lauf, war immer eine senkrechte. Ja, Otto Versand. Im Lauf war immer irgendwas Senkrechtes eingebaut, was man hätte rausfräsen müssen, wenn man irgendwas hätte wirklich rausschießen wollen. Aber es gab dann eben so kleine. Zeige ich, gehe ich mal wieder Mischenlichter. Zack. Es gab dann halt so Aufsätze, also 6 mm waren dann die Patronen, die man da eingesetzt hat. Und dann hatte die halt einen Lauf und dann konntest du halt so einen Adapter darauf schrauben von klein auf großen Durchmesser und dann hat man diese Dinger, konnte man dann da vorne reinsetzen und das war quasi dann so silvestermäßig. Also mein Vater hatte auch mal sowas ganz Kleines hatte mein Vater und damit konnte man Silvester dann halt, ja, hier, wie heißen die? 11, wo ist 11? 8, 10, 11, 12. 11, 12, 11, ach da, Feuerwerkset, Galaxy. Genau, 15 mm Durchmesser hatten die Sachen und die hat man dann eben draufgesteckt. Dann hat man abgedrückt, dann ist die Schreckschusspatrone, hat halt eine Explosion gemacht, ohne irgendwas drauf, wäre ein kleiner Feuerstrahl vorne aus der Waffe rausgekommen und dieser Feuerstrahl wiederum hat dann hier drinne was gezündet und hat sie auch rausgefeuert und dann flogen diese Dinger weg und haben bunte Farben gemacht, gepfiffen, geknallt, gesonst irgendwas. Also das war
dafür, ja, theoretisch hätte man aber auch, deswegen steht hier ja auch Gas, gab, ich weiß nicht, haben die verkauft? Gab das berühmte CS-Gas? Auf jeden Fall haben sie hier CS-Gas-Schlagstock und solche Sachen, ne? Also das war, ja, Luftgewehre, gab damals eben, damals noch solche Waffen zu kaufen, früher, ja, gab es dann halt sogar mehr oder weniger echte Waffen. Genau. Hat die geschossen, die Patrone ging nie gerade. Ja, genau. Also wir haben, mein Vater hat die Silvester verschossen, aber von unserem Balkon. Und da war nichts. Also da kam kilometerweit nichts und er hat schräg nach oben geschossen. Klar, die sind wirklich teilweise ein bisschen flirrend, flatternd geflogen. Das war halt keine Präzision, dieses Abfeuern. Also da sollte man wirklich im Freien, wenn es geht, senkrecht nach oben und weit weg von allem möglichen anderen, weil ich sag mal, das ist schon schwer, wenn man damit jemanden treffen wollen würde, wäre schon schwer, aber ja, sollte man auch nicht. Fahrräder. Richtig klassische Fahrräder. Hanseatic ist übrigens die Hausmarke vom Otto Versand. Also, ne, die hatten, haben halt irgendwo alles Mögliche herstellen lassen unter dem Markennamen Hanseatic und das war dann ihre Hausmarke. Oh, BMX, stimmt, damals gab es schon BMX-Räder. Wahnsinn. 10-Gang-Kettenschaltung. 10-Gang-Kettenschaltung. Und 10-Gang bedeutet 5 hinten und 2 vorne. Ja, 299 Mark. BMX-Rad natürlich hier mit Polstern und all so ein Kram. Man könnte sicher wehtun. Hatte ich auch so ein BMX-Rad. Ich hatte so ein BMX-Rad mit einem normalen Speichen. Mein Kumpel, der hatte so eins mit Kunststoffspeichen. Damit war er der Held natürlich. Ne? So Kunststoffspeichen. Wobei er sich eine Felge mal beim Sprung kaputt gemacht hat. Wäschemode für Tag und Nacht. Man beachte, wir waren Frauenmode. Dann sind wir irgendwie abgedriftet zu Sport. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Frauenmode. Ne? Das ist doch 1:1 die Frisur von Sarah Connor, nicht der Sängerin, also der Figur Sarah Connor in Terminator 1, also Linda Hamilton. Die hat 1:1 diese Frisur. Liegt ja auch an der Zeit, in der das spielt. Das kleine Schwarze, das große Bunte. Also wie gesagt, doch relativ sexy jedenfalls für diese Zeit, freizügig zu Abschreckung. Gut, je nach eigenen Geschmack. Und es müssen natürlich wieder Tiere draufgetan sein. Queen Victoria, ja, die hatte ja auch so eine Hochbaufrisur. Morgenmäntel, Abendmäntel, Schlafmäntel, Schlafanzüge, Kurzhemd, so das, was man so als Gag kennt, so nach dem Motto, sie übernachtet bei ihm und hat nichts dabei und trägt dann halt ein Hemd von ihm. Das haben die hier sozusagen zum eigenen Accessoire gemacht. Oh, ich habe jetzt wie so ein, ne, wie so ein Bäffchen. Also, ne, wie so ein Priester. Ja, dann kommt Unterwäsche. Ist natürlich auch, ne, im Stil der Zeit. Das ist noch so. Hier kommen dann auch so miedermäßige Sachen. Was man heute, wie heißen die heute? Spanks, ne? Diese formgebenden Klamotten, das sind dann hier eben so die Mieder. Genau, sowas. Miedersalon. So, also nach dem Motto, wir drücken das, was da ist, irgendwo hin, wo es eine gute Figur macht. Top-Leistung. Haben die hier auch irgendwas, ne, hier auch so süße Sachen mit Mond und Herzchen und Katzen und ja. Könnt ihr mal gucken, ob es auch die Wochentage gibt. Wissen wir ja von When Harry Met Sally, also Harry und Sally. Es gibt keinen Sonntag. Ne? Es gibt keinen Sonntag. Angora-Wäsche. Handschuhe. Schals. Mützen. Hüte, Strumpfhosen. Oh, ich korrigiere mich. Eingearbeiteter Tanga. Ich hatte vorhin noch gesagt, da waren wir bei den Bademoden. Tanga war noch nicht. Aber gut, da ist er ja auch in der Strumpfhose eingebaut. Oh Gott.
Ich dachte, das hätten wir hier nicht mehr. Das war, als wir uns den Quellekatalog aus den 70ern angeguckt haben. Also. Weißt du, so, wie nennen Sie das? Hauskleider. So was die Hausfrau bei der Hausarbeit trägt. Ganz gruselig. Nicht, also einmal von dem Gedanken und dann, wie gesagt, trägst du so bei der Hausarbeit vielleicht auch teilweise noch so über irgendwelchen, ja, Kittelschürze, genau. Das, wie gesagt, wenn ich Lust habe, gucken wir uns nochmal den Quellekatalog aus den 70ern an. Das ist dann noch ein bisschen krasser, was die Klamotten angeht. Und auch was so, ja. So, wir sind offensichtlich mit der Frauenmode durch und jetzt gehen wir erstmal zu den ganz Jungen. Was haben wir hier? Hier kommt meine erste Auswahl aus dem Neuen. Margarete Stolle. Das war so eine echte oder fiktive Werbefigur beim Otto Versand. Also die stand da so als Ansprechpartnerin. Antwort: Frau Margarete Stolle. An die konnte sich meine Frau auch noch erinnern, dass es die gab. Oh gut, hier der ganze Bibi-Gedönskram. Komplettausstattung. Bodies, Horror, Erinnerungen kommen da hoch, Strumpfhosen. Ich kenne keinen meiner Generation, der sagt, oh, ich habe als Kind gerne Strumpfhosen getragen. Es war grausam. Es war echt grausam. Oh, es gab schon Benjamin Blümchen. Türe. Schlafanzüge, Nachthemden. Ja, hier. Oh. Kriege ich jetzt noch das Gefühl an den Beinen. Oh, Strumpfhosen feingerippt. Gott, oh Gott. Oh, Benjamin Blümchen. Klamotten. Hatten die damals schon. Wusste ich gar nicht, dass es damals schon so quasi Merch gab. Dass sie irgendwie gesagt haben, wir nehmen hier etwas, was die Kinder kennen aus irgendeinem anderen Kontext, also aus den Hörspielen und machen die auf Klamotten drauf. Pfiffig. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich war zu der Zeit ja auch schon zu alt für sowas. Gott, ist das nicht schlimm? Weißt du, so ein, als hättest du irgendwie bei Oma das Tischdeckchen, das Dekotischdeckchen vom Beistelltisch abgenommen und ein Loch reingeschnitten. Gruselig. Ja, die Kinder werden älter. Die Motive werden nicht unbedingt besser. Was ist das denn bitte? Man muss ja auch vorstellen, wie war das für die, ja, integrierte Schlapperlatz, ne? Also das zeige ich, muss ich euch mal groß machen. Das ist doch hier Feel the Pain Harold oder wie der heißt, nur als Mädchen. Er ist ja noch ganz gechillt. Aber sie guckt so, finde ich jetzt hier irgendwie? Zip. Komm, zoom wieder raus. Echt Niki, genau. Niki, nicht die Sängerin. Da werden sich auch nur die Älteren drin erinnern. Nein, der Stoff, Niki-Stoff. Obwohl Niki-Pullover hat man eigentlich ganz gerne getragen. Also besser als Strick oder sowas. Die waren flauschig. Sieht ein bisschen aus wie Niki. Auch wenn es, glaube ich, eher ein Junge ist. Ist ja auch egal. Fetze Feuerzahn, den kenne ich nicht. Ihr seht, wie ist es quasi, wir gehen einmal durch die Entwicklungsstadien eines Kindes und werden immer älter und werden immer älter. Ne? Hier sind wir wieder beim Thema. Ja, Niki war ja auch Nick? Also Nick Sängerin, also meinst Niki. Ich bin ein bayerisches Cowgirl. Holzfällerhemden. Hatten wir ja schon mal. Nennt sich hier Karo-Bluse. Weißt du, so große Katzengesichter, so. North Pole, Animal World. Ja, und natürlich Pastellfarben. Pastellfarben müssen sein. Ne? Blassrosa, blassgelb, blassgrün, blassblau. Blass, blass, blass. Und wir sind wieder bei, lasst mich raten, Stonewash. Oh, Garfield auf dem T-Shirt. Das ist schon wieder cool. So, kann ich jetzt mal sehen, klassische Röhre im Western-Style, lang, eng, super Jeansrock mit Vorderreißer Nieten. Das ist auch die Produktbeschreibung. Die haben ja immer wirklich nur ganz wenig schreiben können.
wie das dann immer beschrieben wurde. Also, weißt du, wo sind wir hier? Röhrenjeans 8. Die klassische Röhre im Western-Style mit 5 Taschen und Gesäßsattel. Gesäßsattel. Jemand Schneider? 12 Oz Denim. Also 12 Oz, dieses amerikanische Gewicht. Wahrscheinlich irgendwie ein Quadratmeter Stoff wiegt 12 Oz Unzen. Denim, reine Baumwolle, super Passform. Passform mit SZ, da stolper ich heute noch drüber. Gürtel siehe Seite 483. Oder lang, eng, super schick. Jeansrock mit voller Reißverschluss, nietenverstärkten Taschen und Gehschlitz. 12 Oz Denim, reine Baumwolle, Gürtel siehe Seite und so weiter. Gott, oh Gott, oh Gott. Jeans. Oh, hier, Garfield, noch mehr Garfield. Mein Herz schlägt nur für mich. Okay. Ja, Garfield war zu der Zeit. Passt auch, ne? Also die kleinen Benjamin Blümchen, die größeren Garfield. Und wie, ne, College 87, wie gesagt, immer diese Fantasie, Amerika, Sport, College, College, Sport. Super Stonewashed, die neueste Jeans-Optik, sage ich ja. Arizona Jeans. Wie gesagt, war dann schon eher, zu der Zeit waren dann schon eher, wie hießen die denn? Gab es da schon Diesel-Jeans? Ich glaube, mit in dem Alter war ich, glaube ich, schon so Diesel-Jeans, Edwin-Jeans. Da hättest du so mit Arizona-Jeans dich auch nicht blicken lassen dürfen. Blue Denim. Ja. Ja gut, das waren dann so die Typen, wo die Klassenkameradinnen dann schwach wurden und man selber war abgemeldet. Weiß ja nicht, ob das heute noch so ist, aber zu meiner Jugend, TM, war es halt so, dass eigentlich da, wo man anfing, das andere Geschlecht nicht nur blöd zu finden, war es dann so, dass die Mädels sich eigentlich immer ein, zwei Jahrgänge höher orientiert haben und wir Jungs natürlich dann da dumm dastanden. Weiß ja nicht, ob das heute auch noch so ist. Oh Gott, Top-Leistung. Hosen. Geil. Thermo-Karo-Hose, winterwarm ausgestattet, auch in Spezialgrößen. Ich hatte mal in meinem Leben, ich hatte mal eine Thermo-Hose. Es war aber auch wieder so, war zwar wirklich schön warm, aber auf der Haut fühlte sie sich auch irgendwie so. Oh Gott, Melange-Cord. Also eine Cordhose aus so flauschigem Material, jedenfalls außen. Boah, kann ich mich schütteln. So, Mutti kauft manchmal sogar sonntags ein, ganz bequem per Telefon. Nochmal zum Mitschreiben. Es gab noch kein Internet. Ne? Bestellt wurde. Telekauf. Oh, Bildschirmtext. Ne? Bestelle mit Bildschirmtext 2002. Also Stern 2002 Raute, sagte man damals. Ne? BTX. Gott. Ja. Den Urlaub buche ich für 23 Pfennig. Warum 23 Pfennig? Weil damals Telefongespräche noch in Einheiten abgerechnet wurde und eine Einheit kostete immer 23 Pfennig, war nur unterschiedlich lang, je nachdem Tageszeit, Ortsgespräch und so weiter. Ach guck mal, die hatten hier eine 0130er-Nummer. 0130er-Nummern waren eigentlich das früher, was heute die 0800er-Nummern sind, nämlich eigentlich kostenlos. Gut, hier ist es halt dann eine Einheit. Zum Orts- und Nahtarif, also für 23 Pfennige. Welche Nummer hat denn der Telekauf? Ah, guck mal, deswegen, weil es damals halt auch noch Ferngespräche gab, deswegen gibt es halt so für jeden Postleitzahlenbereich gibt es halt eigene Bestelltelefonnummern. Ne? Ob da einer rangeht? Ich glaube nicht, die Nummer entspricht überhaupt keiner Regel mehr. Es ist nämlich 0130. 2500, viel zu kurz, heute gar nicht mehr erlaubt. Ja, und hier steht es auch, 2000 Hamburg 71, alte Postleitzahl mit Ortsbereichzahl, Bramfelder Chaussee 101. Bramfelder Chaussee ist, wie gesagt, also wenn ich hier aus dem Haus zweimal links abbiegen, Berner Chaussee, links oder rechts, also die Straße, auf die ich dann stoße, ist die Bramfelder Chaussee. Und wenn ich die dann Richtung Innenstadt fahre, fahre ich irgendwann am Autoversand vorbei an der Hauptzentrale. Ja, oder halt Bestellschein ausfüllen, hinschicken, reparieren. Hier fehlt auch, ne? Also der wurde tatsächlich benutzt, der Katalog. Noch zig, es gab dann noch zig Sonderkataloge, Postshop hier mit Don Johnson, ne? War auch so der junge Leute-Klamotten.
Apart, etwas anspruchsvoller, Trend, Together, Garten, Heimwerken, Sound und Vision, schöner Schenken, Freizeitclub, Einbauküchen. Also nach dem Motto, das war nicht mit diesem Katalog, war nicht das Sortiment voll abgedeckt. Ne? Und wir sind ungefähr bei der Halbzeit. Den Katalog habe ich nicht gefunden, den hat meine Frau bei eBay gekauft. Es gibt tatsächlich Leute, die verkaufen 40, 50, fast 50 Jahre, der ist ja noch nicht ganz so alt, aber wir haben auch zwei Quelle-Kataloge. Es gibt Leute, die verkaufen tatsächlich 50 Jahre alte Versandhauskataloge. Und mit 80, 90 Euro hat meine Frau da schon ein Schnäppchen gemacht. Stretchcord. Oh, hier, Muzzle Shirts. Genau, Muzzle Shirts. Muzzle Shirts waren halt T-Shirts, die so schräg abgeschnittene Ärmel hatte. Die sollte man aber auch nur anziehen, wenn man auch den entsprechenden Bizeps hatte, sonst sah es ziemlich albern aus. Ach, ach, ach. Oh ja. Schicki schick. Spitzenqualität. Oh, das ist aber wirklich schon hardcore. Die Dinger konntest du eigentlich auch nur mit dem Hemd drunter tragen, weil die, wie gesagt, was ist das für ein Material? Oh, 85% Polyacryl, 15% Wolle, angenehm zu tragen. Ja, du mich auch. Wie gesagt, konnte man nur, ich kann mich nicht erinnern, sowas mal gehabt zu haben, aber ich glaube, das konntest du auch nur mit dem Hemd drunter ertragen, weil auf der direkten Haut Poloshirts. Poloshirts, lange Ärmel, kurze Ärmel. Sweatshirts. Sweatshirt. Ja. Also es gab, das war halt, in den Versandhauskatalogen gab es eben immer eine weite, weite Preisspanne. Ja. Klassisch. Wieder Niki. Dralon. Textilfaser. Habe ich auch schon mal gehört. Markenqualität Dralon. Topfarben 100% Dralon. In Klammern Polyacryl. Viel Spaß beim Schwitzen. Ach nee. Und das sind ja Muster. Wieder Muscle-Shirts. Wieder Lammfell, Lammleder, Lammfell. Ja, so eine Lederjacke. Hatte ich, glaube ich, auch mal. Hm, 500 Euro. Aber echtes Leder. Ja, genau. Von Bayer. Dralon von Bayer stand da sogar. Trevira. Nicht Trigema, Trevira. Oh, schicke Anzüge. Uni-Anzug. Uni? Uni? Trägt man den an der Uni oder ist der Uni, weil er einfarbig ist? Mit zusätzlicher, mit zusätzlicher Karohose, nach dem Motto, du kriegst ein. Es ist Sakko, Jackett, Bläser, ich kenne mich nicht aus, und zwei Hosen, aber ohne Gürtel. Ah, jetzt kommt, hier noch was Spannendes? Ja, Trenchcoats für die Herren. Das ist, ne, also man kann wirklich sagen, es gab alles, ne, man kann sehen hier von so viel. Also hier sind wir dann, was weiß ich, bei 2 Zentimeter, also quasi auf dem Sexiness-Meter von 0 bis 100. Oh ja. Feinripp ist das nicht, das ist Feinripp. Doppelripp. Doppelripp zweifädig, was auch immer das heißt. Natürlich noch mit Eingriff von allen drum und dran. Also wenn man wollte. Sportslips dann natürlich. Ohne Eingriff. Lange Unterhosen. Ne? T-Shirt. Und Unterhose. Das ist hier auch noch. Das ist auch noch Unterwäsche. Ist nichts. Oh Gott, ja. Was ist das? Angora. Schurbolle, Angora, was ist das? Lavana. Möchte ich wissen, woraus Lavana besteht? Hätte ich lieber nicht gefragt. 40% Baumwolle, 30% Polyester, 30% Polyacryl. Ja. Schlafanzüge. Sexy. Arbeitsklamotten. Blaumann. Latzhose. Interessant, ne? Bei den Frauen hatten wir keine Arbeitsklamotten. Na gut, Kittelschürze. Ist ja auch Arbeit. Leider meistens unbezahlt. Oh, Strumpfhosen für erwachsene Männer. Ja gut, bevor man friert. Oh, zack. Achso, und damit ist völlig zack mit
Burlington? Nein, nicht Burlington. Haben zwar dieses ähnliche Symbol, sind aber keine Burlington. Zack, Klamotten zu Ende. Taschen. Schuhe. Moccasins. Moccasins waren da. Ich hatte auch mal Moccasins. Das war auch zu der Zeit. Moccasins. Genau. Cowboystiefel. Ich hatte auch mal Cowboystiefel zu der Zeit, aber das waren natürlich nicht solche Cowboystiefel, so echte Cowboystiefel. Also jedenfalls ziemlich echt aussahen und aus Leder waren und Schweine. Ich weiß, jeder in der Clique hat sich das wirklich zusammengespart vom Taschengeld oder vom Nebenjob-Zeitungsaustragengeld, bis er sich dann so ein paar Cowboystiefel. Nur mit ja, der eine hatte tatsächlich sich noch so Sporen da angetackert und Metallkappen vorne und die Absätze abgeschnitten, damit die Spitze vorne hochsteht. Ach so, ja, hier, das geht schon so in die Richtung. Cowboy-Stiefel. Moccasins. Wir sind wieder bei Puma. Und wie gesagt, Slipper so im Moccasin-Style waren damals ja, der absolute Renner. Lammfell, wir sind wieder bei Lammfell. Elefanten. Elefanten hat jetzt nichts mit Benjamin Blümchen zu tun. Elefanten ist halt, weiß ich nicht, ob es die heute noch gibt, so eine Kinderschuhmarke. Auch eigentlich etwas bessere Qualität. Elefantenschuhe. Moccasins. Hausschuhchen. Pantoffeln. Oh, Schulsachen. Scout. Gab es damals schon. Scout. Ich glaube, den hat mit dem Delfin, genau. Also ich hatte jedenfalls blau mit orange. Also es könnte einer meiner ersten Rucksäcke. Schulranzen gewesen sein. Später hatte man natürlich sowas, so einen Aktenkoffer. Oder Samsonite, genau, so einen hatte ich. Ja, mal näher ran. Das waren so die klassischen Aktenkoffer, die man dann später zur Schule benutzt hat. Oder auch die so ein bisschen dehnbar waren. Aber was der Hit waren diese Samsonite-Koffer. Ja, so Kunststoffschalen, ne? Wo man dann, die man auch abschließen konnte. Da konnte man so Aufkleber drauf machen mit seinen Initialien. Und ja, dann hat man links, rechts mit dem Daumen, mit dem Finger da und da macht es so klack, klack. Dann sprangen die auf und dann konnte man den aufmachen und alles rein und zuklappen und klack, klack, die wieder randrücken. Und ja, ist schon eine CD. Nee, nein, das ist keine CD. Das ist so ein runder wie nennt sich das denn? Es gibt doch diese Rechenschieber und die gab es auch in rund. Ne? Das ist ein runder Rechenschieber. Da sind so Skalen drauf. Genau. Moment. Wieder Regler nach. Ja, wie gesagt, irgendwann kamen dann die Aktenkoffer. Schirme, Schmuck, Schatullen. Ja, Reisekoffer. Und da halt auch die klassischen Leder oder schon die Schalenkoffer teilweise mit Rädern dran. Auch hier, Samsonite. Samsonite war damals, ja, Schmuck. Schmuck. Auch fürs rechte Ohr erhältlich. Ah ja, stimmt, der ist ja spezifisch für ein Ohr. Was ist das? Granat und Trauringe. Okay. Silberschmuck, Armreif aus Silber. Tigerkopf. Ich sag mal, damals war halt so Raubtier, Katzen auf Klamotten, auf hier, überall. Ringe, Ketten. Frag mich, ob das damals so mit der Post, das musste ja damals auch als Paket geliefert werden, konnte ja auch ganz schöne Werte drin sein. Ihre schön im Brusthaar, Toupet, die Kette verwoben. Sternzeichen, ganz wichtig zu der Zeit. Ne? Viele so irgendwas Sternzeichen. Und Uhren, richtig schöne Uhren. Benetton. Stimmt, Benetton hatte auch mal Uhren. Mal sehen, ob noch Swatch kommt. Eine Taschenuhr. Wer
damals eine Taschenuhr getragen. Ist das eine? Nee, das ist auch keine Swatch. Und richtig schöne Oldschool-Digitaluhren. Stimmt, die hatten ja damals schon Hermes-Versand. Klar, die haben ja nicht mit der Post ausgeliefert, die hatten ja schon immer ihren Hermes-Versand. Stimmt ja, die mussten ja nicht das Risiko eingehen, irgendwelche wertvollen Waren in der Post zu geben. Ich habe gerade hier eine kaputte Ecke, aber ich glaube, das ist ein Herstellungsfehler. Ja, das ist ein Herstellungsfehler. Da hat die Schneidemaschine nicht ordentlich gearbeitet. Okay, Uhren, Uhren, Uhren. Na, noch, ihr seht, noch wenig digital. Hier geht es langsam los, digital zusätzlich zum analogen Ziffernblatt. Und hier unten haben wir dann Anker mit Datenspeicher. 9. Der Alleskönner zum Spitzenpreis. Digitaluhr mit schwarz verchromtem Gehäuse und Stahlband. Zeit 12, 24 Stunden Anzeige. Automatischer Kalender bis. Ernsthaft? Automatischer Kalender bis 1999. Die haben 87, 88 eine Uhr verkauft, deren Kalender nur bis 1999. Normalzeit, Zweite Weltzeit, Stundensignal, Chronograph stoppt auf die Hundertstel Sekunde genau mit Zwischenzeitmessung, Datenspeicher, 80 Speichermöglichkeiten für je 6 Buchstaben und 12 Zahlen. Terminalarm, 2 Termine mit Monat, Tag, Stunde, Minute. Das heißt, man konnte da Telefonnummern einspeichern. Casio sehe ich hier nicht. Das ist hier Anker. Anker. Oh, kommt vielleicht, aber wie gesagt, eigentlich zu der Zeit hätte ich auch Seiko, Seiko-Uhren, Citizen, oder wurde die anders ausgesprochen? Nochmal gucken. Nee. Radiowecker. Oh, die Dinger, die fand ich als Kind faszinierend. Ich weiß nicht, das sind hier die, kriege ich die ins Bild. Die waren immer unter solchen Glaskuppeln und unten diese vier Kugeln, die waren so mit einem, also es war quasi ein Kreuz, da waren diese vier Kugeln drauf und die drehten sich immer hin und her. Das war statt eines Pendels, was hin und her pendelt, haben die sich immer ganz schnell in eine Richtung gedreht, wurden dann langsamer, bis sie stehen geblieben sind und haben sich dann wieder in die andere Richtung gedreht und das war irgendwie, was bei einer Uhr das Pendel ist. Achte auf die Melodie. Ja, also wie gesagt, die Uhren fand ich immer total faszinierend. Ach, da steht's mit Westminster oder Ave Maria Melodie. Oh mein Gott. Stimmt, die haben Terz gemacht mit Westminster Anschlag. Stimmt, die konnten ja Akustik machen zur vollen Stunde oder. Ja, oh Gott, ich erinnere mich dunkel. Kuckucksuhr. Das ist jetzt wieder so, das ist halt auch 80er Jahre, ne? Also, der Sexismus hat angerufen, nee, die 80er haben angerufen, wollen ihren Sexismus zurück. Ey, why? Ne? Also, es waren vorhin schon, da bin ich nicht drauf eingegangen, waren auch schon unnötig anzügliche Posen für irgendwelche Produkte. Aber bitte was? Bettwäsche? Gut, dass sie hier anscheinend scheinbar nackt okay, aber das? Oh. Ich sag ja, ne? Raubtier, Katzen, Gedöns. War zu der Zeit einfach so. Die Bettwäsche haben wir noch. Wir haben noch einen Satz von dieser Bettwäsche. Pierrot hieß der, glaube ich, ne? Steht es hier irgendwo? Pierrot, genau. Der liebenswerte Pierrot erfreut Jung und Alt. Ja. So, hier ist, das ist jetzt eher mal mehr oder weniger erotisch. Wieso hat die einen Blumenstrauß in der Hand? Oh, wahrscheinlich Hochzeitsnacht oder so, keine Ahnung. Jetzt wird es ein bisschen kindischer. Banana. Was hat der? Highlights, das Dancing. Young. Oh, Benjamin Blümchen. Ja, wieder Benjamin Blümchen. Und FC Bayern München. Aber sie haben auch Schalke, Mönchengladbach, HSV und 1. FC Köln. Wie gesagt, wir sind in den 80ern, ne? Heute wären das vielleicht andere Mannschaften. Linen, Biber, Frotteebettwäsche. Oh, Biberbettwäsche, Frotteebettwäsche. Spannbettlaken.
Hat man sich damals schon mit rumgeärgert. Federn, down, down, Federn. Flauschi, Flausch. Flausch, Schuhe. Kein BVB, ja. Ich weiß nicht, wie zu der Zeit der BVB drauf war. Ach, Bettwäsche, Tagesdecken. Aber wir kommen in den Bereich Möbel. Oh, Tagesdecken. Zwei Decken sparen Sie 10, bei zwei Decken sparen Sie 10 Mark. Wieder Garfield. Mitteldecke. Was ist denn eine Mitteldecke? Achso, das sind Tischdecken, die noch so dazwischen kommen. So oder zusätzlich. Oh Gott. Brokat. Haben wir hier auch Brokat. Wertvoller Sauton. Spitzendecke. Tja, echt. Vielleicht kommt ja hier gleich die Tischdecke, die das Kind um den Hals hatte. Was ist das? Farben, die man mag und Licht, so viel sie wollen. Achso, Rollos. Schabrackenrollo. Schinsraffrollo. Raffrollo, Thermorollo. Selbst damals hat man schon thermomäßig gedacht, lass mal das Thermo im Haus, also die Wärme. Benjamin Blümchen. Rollo, ich bin ja gespannt. Ja. Damals war ja auch nicht so, noch nicht so viel mit IKEA, deswegen ne, musste man sowas halt auch im Katalog bestellen. Modern gestalten. Ja, ganz klar. Oh. Haben Sie auch Ado mit der Goldkante? Ich glaube nicht. Top-Leistung. Warum die sich da auf dem Boden regelt mit einem Glas in der Hand, bleibt auch ihr Geheimnis. Neben dem Sofa. Sie könnte sich aufs Sofa setzen. Nein, sie liegt auf dem oder hockt auf dem Boden. Oh, echt. Guck mal heute durch die Gegend, wer noch Gardinen hat. Also so klassische Gardinen. Ne? Plissés, Rollos, Jalousien. Aber so Oldschool-Gardinen? Echter Teppich. Echte Teppiche werten ihr Heim. Die hätten vielleicht mal dran denken sollen, dass das Ding gebunden wird und dass man vielleicht nicht bis in die letzte Ecke Text setzen sollte. Echter Perser. Echte Orient-Teppiche. Preissenkung. Brücken. Oh. Berber-Teppiche. Das waren die. Also ein Chihuahua konnte drin verloren gehen. Gardinensteuer. Gardinensteuer in den Niederlanden. Haben wir noch nichts von gehört. Ja, hier kommen dann schon so ein bisschen die Fäsche. Oh Gott, jetzt wird es wieder ganz grausam. Krieg mir noch Kopfschmerzen, wenn man sowas im Zimmer liegen hat. Doppelplüsch. Okay. Doppelplüsch. Flocati. Flocati war natürlich, ne? Da konnten dann auch schon größere Hunde drin verloren gehen im Flocati. Hochflausch. Jeder Teppich auch als Bettumrandung. Ja, und dann auch Meterware, ne? Also so Auslegeware so. Vorwerk. Ne? Vorwerk ist ja nicht nur. Darum gibt es dort so viele Häuser. Man sagte, wer was zu verbergen hat, hat halt Gardinen. Ja, Argument. Ne, also Vorwerk kennt man heute eigentlich eher für seine Staubsauger. Also für die, die den Teppich sauber machen. Aber die haben halt, ich weiß nicht, ob sie heute noch Teppichware verkaufen, aber damals gab es auch Teppiche von Vorwerk. Spitzenqualität. Ja, PVC-Auslegeware, die dann so aussieht, als wenn gefliest ist oder als wenn da Holz verlegt ist oder, ja. Auf den Treppen musste natürlich auch was sein. Hier, so ähnlich regelte sich vorhin da auch eine bei den Bademänteln. Und die regelt sich jetzt hier auf diesem Flausch. Handtücher, Vorleger. Und dann natürlich hier auch für den Klodeckel die Flauschbezüge. Boah, kann ich mich schütteln. Duschvorhänge. Ja, ist ja auch klar, ne?
Kind könnte man da heute auch nicht mehr dazu packen. Muss ja auch nicht sein, echt. Alibert, haben Sie auch noch über hier ein Alibert? Ja, hier, ne? Ist das hier auch? Sprechen Sie hier von Alibert? Da, Alibert, 9. 9, 9, 9, 9, 9. 9? Alibert. Achso, das ist ein Medikamentenschrank. Ne? Alibert war ja mal so ein feststehender Begriff für solche Spiegelschränke, weil Alibert da irgendwie der Marktführer war. Ach ja, hier ne, eine halbe Schrankwand im Badezimmer. So viel Platz musste man erstmal im Badezimmer haben, dass man da so viel drumrum bauen kann. Ach, Klodeckel. Der elegante, der angenehme, der stabile. Von Alibert. Badewannen, Einlagen, also so, wie nennt sich das denn? Sicherheitseinlage. Gut, sowas ist schon sinnvoll. Ob es nun so ein Motiv sein muss, sei mal dahingestellt. Leuchten. Muscheln, echte Handarbeit. Muscheln? Okay. Tiffany-Style. Oh. An die erinnere ich mich auch, so mit gravierten Glasscheiben. Oh. Oh, mit Bommeln. Schlafzimmerleuchten. Schon klar. Kronleuchter. Zeitlos und modern. Eiche rustikal. Was ist das? Leuchten aus massivem gedrechseltem Holz. Eiche massiv. Oh. Im Gasthof zum letzten Gebet. Energiesparlampen. Wusste ich nicht, dass es die da schon gab, diese Neonröhrenartigen. Was haben wir? Oh ja, genau. Das war auch so ein. Ne? Also, es war so ein wirklich lebensgroßer 349 Tacken. Wo bist du? Deutsche Dockel aus Keramik, handbemalt, Höhe circa 95 cm. Stimmt, ja, die waren damals richtig. Diese Energiesparlampen, als sie noch neu waren, waren richtig, richtig teuer. Aber wie gesagt, so eine Dockel. Oder so ein Elefant. Ach, ach, ach. Ja, die Dinger, die fand ich auch immer cool. Hallo, wo ist mein Zoom? Man gebe mir Zoom. Die Dinger. Ne, das waren so diese Globen. Und die man so aufklappen konnte und dann war die Minibar da drinne. Das fand ich immer cool. Taucht auch in manchen Filmen auf, ne? Und dann ging der Schauspieler dahin und drehte vielleicht nochmal da und dann aufklappen. Möchten Sie einen Whisky? Wurde ja damals sowieso dauernd gesoffen. Oh, cool. Ja, ich frage mich halt, ob sowas wie diesen Globus, ob sowas heute noch neu gibt. Wird sowas noch hergestellt? Ne? Das ist die Frage. Ne? Aquarium. Kratzbäume. Wohnen. Möbel. Betten, Betten, Schlafbetten, Schlafsofa. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich möchte so eins von diesen Betten sehen. Schrankwand. Wandschrank. Ach ja, das war damals so Mode mit diesen. Klar, man wollte nicht mehr diese durchgehende Schrankwand haben, also hatten alle so Schrankwände, wo dann so, ne, mit Elementen, die man so anders anordnen konnte und immer dann gerne sowas Abgekantetes und sowas Vitrinenartiges, wo dann hinter der Glastür waren dann die Leonardo-Gläser. Ja, genau. Aber eigentlich, sowas hatte ich, glaube ich, in meinem Zimmer. Ich hatte ein Zimmer mit meinem Bruder zusammen und irgendwann hatten wir beide dann so einen Sessel, so einen Schlafsessel, den konnte man halt so zum Schlafen ausklappen, ausziehen, ausklappen, umklappen und tagsüber ranschieben. Das war so die Zeit der Klappbetten, Klappsofas, Schlafsofas, damit man tagsüber möglichst viel Platz in seinem Zimmer hatte. Zeitgemäß wohnen, ne? Wie ich sagte, so immer diese 45 Grad Winkel, die waren damals sehr, sehr beliebt. Hier auch wieder.
Hier mal halbrund. Oh, hier, genau. Das ist so oldschool. Ne? Das ist so oldschool, bam, brutal einmal die Wand zu ballern. Haben meine Eltern bis heute noch. Ist halt so. Oder hier so. Wand voll. Sofa. Musikmöbel, ne? Wo man seine Stereoeinlage reinpackt und seinen Fernseher oben drauf packt und am besten noch die Boxen reinstellt. Der Klassiker, der Fliesentisch. Quer ausziehbar, auch lang ausziehbar. Leder. Oh. 3298, auch ohne Schnitzereien. Prachtvolle Wohnwand mit massiven Eicherahmen. Übrige Flächen mit Eiche furniert. Auf Wunsch mit aufwendiger Schnitzarbeit auf den oberen Türen. Es war ja auch alles so dunkel. Das ist ja das Problem, ne? Dann hast du in deinem Zimmer so eine dunkle Schrankwand und dunkles Sofa und dunklen Tisch. Kannst du Licht anmachen, so viel du willst. Noch so über Eck und... Stilvolle Schrank. Nee. Oh. Auch in Eiche furniert. Eiche Nachbildung. Ach, das ist nur Nachbildung. Ja, genau, für das Jägerzimmer. Du sagst es. Oh, kann ich nicht schütteln. Oh, kleiner Sekretär. Hatten wir auch mal so einen Sekretär. Aber helles Holz. Ach, Eiche. Sitzecken. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus, so bayerische Gaststätte. Wer es mag, okay. Geil mit den Bierkisten hier. Nach dem Motto Prost. Noch mehr Spitzenqualität. Spitzen. Oh, jetzt wird es wieder richtig dunkel. Aber auch ein bisschen edler. Holzfurnier. Also immer noch nur Furniere. Nicht massiv. Also hatten wir ja auch massiv. Ach ja, so typische Flur, Garderoben, Arrangements, Wäschekörbe. Jetzt kommen hier so mehr so Büro. Geil, jetzt kommen Betten. Oh. Ernsthaft? Also ein Spiegel an der Wand wäre ja schon, aber dass der dann noch so 45 Grad geknickt ist, sagt ja alles. Plus den Spiegelschrank. Ich muss sagen, als ich das als Kind mir durchgeguckt habe, habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht. Aber mittlerweile ist mir klar, wie das gemeint ist. Mit den, also Spiegelschrank, klar, habe ich auch schon mal gesehen. Oh, genau, sowas meine ich. Das ist so hardcore. Also, ich glaube, ich darf nicht so dicht rangehen, damit das überhaupt noch passt. Also, jetzt mal von der Dame ganz abgesehen, ne? Aber das war damals so die... Also irgendwie als Kind dachte ich, auf sowas hätte ich Bock. Als Erwachsener hätte ich da nie Bock drauf. Also nicht die Frau. Und auch nicht dieses, wir sind wieder bei Animal Print. Aber, was ich immer geil fand, so ein Bett, wo im Rückenteil so Radio oder sowas eingebaut ist. Das fand ich immer geil. Ne? Hier sind an der Seite noch irgendwie Lampen eingebaut. Aber wie gesagt, sowas, ne? Also wie gesagt, so... Einfach nur die Tatsache, dass in der Rückenlehne, dass in der Kopfblende, dass da was eingebaut ist, ein Radio. Das fand ich cool. Aber wie gesagt, Animal Print. Hier haben wir wieder, hier haben wir wieder den Spiegel. Wie verkauft ihr das bitte? Also wie begründet ihr, warum man da einen Spiegel haben sollte? Was steht da? Spiegel siehe M78, M79. Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Naja, egal. Ich guck mal, können wir den Zoom noch gebrauchen? Nein, können wir nicht mehr gebrauchen. Wir wollen wieder die volle Pracht. Ja, für die wahren Luden. Echt, ach, das ist auch wieder ein Spiegel.
Also wie gesagt, Spiegel an der Wand und Spiegelschrank. Und im Spiegelschrank sieht man den Spiegel. Ach, ach, ach. Ah, hier sind, ist mehr so die sportliche Fraktion. Mehr Schränke, mehr gut. Matratzen, Bettgestelle, Gästebetten. Mehr Matratzen, Polylatex, Küchen. Küchen, ja, das man, da konnte man komplette Küchen bestellen. Wobei ich mich frage, wie bestellt man eine Küche und geht sicher, dass die auch in die Bude passt, also in die Küche. Waschmaschinen. Und wie gesagt, hier sind wir wieder hanseatic. Eigenmarke. Gab damals auch schon AEG natürlich und Miele. Aus Erfahrung gut, war damals der Spruch. AEG, aus Erfahrung gut. Als sie fast pleite gegangen sind und gerettet wurden, von wem auch immer, stand das für aus Elend gerettet. Miele, Entscheidung fürs Leben. Siemens, Toploader. Gibt es heute noch Toploader? In Amerika sind Toploader ja fast der Standard bei Waschmaschinen, aber in unseren Breiten eher selten, ne? Trockner, Kondensationstrockner, Ablufttrockner. Geschirrspüler. Mangel, also Bügelautomaten. Sowas hatte meine Mutter. Meine Mutter hatte eine Waschmaschine. Früher hatte sie nur eine Waschmaschine und kein Trockner. Und da hatte sie so eine Schleuder. Das war einfach wirklich so eine, quasi von außen sah es aus wie eine Tonne. Oben so ein Deckel. Wenn du den Deckel aufgemacht hast, hast du eigentlich in so eine Art Waschtrommel geguckt. Also so eine Blechtrommel mit Löchern drinne. Hast die Wäsche reingeschmissen, den Deckel zugemacht. In dem Moment, wo du den Deckel zugemacht hast, wenn das Ding an der Steckdose war, fing der an, sich zu drehen und hat sich mit, was weiß ich, wie viel Umdrehungen hat er sich gedreht, geschleudert. Da, 2800, das schafft keine Waschmaschine, glaube ich. Und hier war halt so ein Ausguss wie bei so einem Entsafter und da kam das Wasser raus. Da musstest du eine Schüssel unterstellen. Und die hast du ab und zu ins Waschbecken gekippt. Und so hat man die Wäsche nach der Waschmaschine, die natürlich auch geschleudert hat, hat man noch mal extra geschleudert, um die Wäsche noch ein bisschen trockener zu bekommen. Weil, wie gesagt, Wäschetrockner hatten wir damals nicht. Kühlschränke. Auch wieder hanseatic. Kühltruhen. Kühltruhe hatten wir nie. Mit einem Tiefkühlschrank. Was ist das für Kohle oder Öl? Für Kohle oder Öl, der praktische Beistellherd von Juno. Okay. Spannend. Also, ne, hier schon Ceranfeld gab es schon, aber es gab halt auch noch die klassischen alten Kochfelder. Die mit dem roten Punkt waren die Schnellkochfelder, wo du Sachen ganz schnell warm machen konntest. Donzapfsaugen, Kamine. Fahrbarer Gasheizer, Luftbefeuchter für Kohle, Staubsauger. Dyson gab es noch nicht. Akkusauger gab es auch noch nicht. Dinger sahen meistens so aus. Mikrowellen. Mikrowellen waren, glaube ich, damals noch was recht Neues. Bügeleisen. Fritteuse. Fritteuse? Achso, Rechteckfritteuse. Genau. So eine Fritteuse nicht, hatten wir auch so rund mit so einem gerillten Deckel. Hat meine Mutter. Nee, haben wir. Irgendwann hat meine Mutter gesagt, sie braucht keine Fritteuse mehr. Jetzt haben wir die und da macht meine Frau dann ab und zu Apfelringe. Das ist eigentlich der einzige Existenzgrund für diese Fritteuse, die auch schon 30, 40 Jahre alt ist, aber immer noch einwandfrei funktioniert. Um Apfelringe zu frittieren. Brotschneidemaschine, beziehungsweise alles schneiden. Da hatten wir letztens im Podcast drüber gesprochen, dass es früher ja solche Messer gab, weil Ole hatte erzählt im Podcast, dass einer jetzt irgendwie auf Kickstarter. Mein erstes Essen aus der Mikrowelle war Banane mit Milka-Schokolade. Ja, man kann in der Mikrowelle tolle Sachen machen. Da hat er erzählt, es gibt auf Kickstarter jetzt so ein Projekt, das ist irgendwie ein Messer mit einem ziemlich klobigen Griff und einer Klinge und die bewegt sich dann, also nennt sich Ultraschallmesser, weil irgendwie das Messer in einer Geschwindigkeit schwingt, die Ultraschall entspricht.
Und damit soll man dann ganz bequem alles schneiden können. Und da musste ich genau an diese Art Messer denken. Sowas hatte meine Mutter früher tatsächlich. So ein Messer, was man davor, also, ne, hast ein Messer reingesteckt und Knopf gedrückt und dann sind die Klingen so hin und her gegangen und konntest dann mit ohne Aufwand konntest du dann Sachen schneiden. Toaster, Kaffeemaschine, hier, Doppel für die Hardcore-Koffein-Junkies gab es den Doppelautomaten mit Thermokannen. Da konntest du dann immer, ne, sozusagen eine Kanne trinken, während die andere kochte und wenn du die eine leer hattest, war hoffentlich die nächste schon wieder fertig. Hier auch ohne Thermo, Doppelkannen. Ah, aber wahlweise Kaffee, Tee. Krups, die sieht so aus wie. Die kommt mir bekannt vor. Könnte sein, dass meine Eltern die hatten. Die Krups hier. Die Kanne kommt mir so und der Filter kommt mir so bekannt vor. Wir hatten nie eine mit integrierter Thermoskanne. Wir hatten immer eine separate, ja, Büro-Edition, genau. Wir hatten immer eine separate Thermoskanne. Wir hatten keine Kaffeemaschine, wo die Thermoskanne quasi integriert war. Waffel. Oh ja, Porzellan. Porzellan, Porzellan. Modern gedeckt. Freude am Haushalt. Es ist doch Freude am Haushalt. Top-Leistung für alle Tage. Geschirr in allen. Gut, das ist natürlich auch was sehr Individuelles, was man den Geschirr besteckt. Genau, mit komischen, mit rustikal, genau. Für die, ne, wenn ihr dann den Esstisch in Eiche rustikal habt, müsst ihr natürlich auch das Besteck in Eiche rustikal haben. Oh. Chrom, WMF. WMF. Ist heute auch. Es, ne, ist interessant, welche Sachen es heute immer noch gibt. Ich glaube, Salit gibt es heute auch noch. Genau, wie hießen die? Dampfkochtöpfe, ne? Bio-Koschel, Bach-Dekor. Ja, stimmt. Wir hatten auch so Fondue-Stäbchen mit diesen Holzgriffen. Das stimmt. Weil wir hatten früher auch so ein Fondue-Ding, weißt du, so ein Topf auf so einem Gestell, wo unten man so Brennspiritus verbrannt hat. So richtig das klassische Fondue. Aber später haben wir es dann auch in der Friteuse gemacht. Wie heißen die Dinger denn? Schnellkochtopf. Genau, Schnellkochtopf. Das Wort fiel mir nicht ein. Hatte meine Mutter auch nie. Genau, mit verschiedenen Farben am Ende, damit man weiß. Ich habe Rot. Wer hat Rot? Ich habe Orange, Gelb, Blau, Grün. Hier. Ha, wenn man vom Teufel spricht. Lass uns zoomen. Ne? Sowas hatten wir. Genau so ein Topf mit Griff. Genau diese Form, anderes Motiv. Oben der Deckel mit diesen Schlitzen, damit jeder, ne? Und dann, wie du sagtest, die Holzgriffe mit den verschiedenen Farbpunkten, damit jeder weiß, wo sein Hähnchen oder Rind, ne? Genau so, genau, hier unten Dekor Cottonfield, aber das gleiche Prinzip. Und dann meistens genau noch so kleine Gabeln oder so für die Beilagen. So sah früher bei uns Fondue aus, unten das Feuerchen in dieser Schale. Genau, das Fleisch fiel dann manchmal, dann zogst du dann dieses Ding raus, diesen Stab, und dann, oh Scheiße, ist weg. Und dann fingst du an, über dem heißen Öl in den Topf zu gucken und versuchtest dein Fleisch da irgendwie wieder zu finden. Das, achso, falsche Richtung. Das war schon ein Abenteuer damals. Aber das Gute ist, die Friteuse, die wir heute halt haben, die hatte auch so einen Deckel. Also einmal hatte sie so einen Deckel, wenn du sagst, ich will was frittieren und will möglichst wenig von dem Dampf oder so haben, hast den drauf gemacht oder du hast so ein Ding drauf gemacht und dann konntest du halt auch Fondue daran machen. Schokoladenfondue, so ein kleines. Töpfe, Pfannen, Kessel, echt Gusseisen. Oh, jetzt kommen Haushaltshelfer. Eierpicker, Eierviertler, Eierköpfer, Eierschneider, Eiergarnierer und Eierdotttrenner. Eieiei. Backform. Die praktische Hausform. Ach ja, diese komischen Zweitschränke, die nur so ein Stoff. Ja, heute haben alle Raclette, das stimmt. Fondue ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Oh, Nähmaschinen. Singer. Victoria sagt mir nichts, aber Singer kenne ich als Nähmaschinen. Oh, Rasierer. Rasierer, Rasierer. Elektrische Zahnbürsten.
Sowas hatten wir, eine elektrische Zahnbürste und auch so ein Wasser, so eine Munddusche. Da war dann so ein Wassertank und dann hatte man hier das Teil, da war so eine Düse und dann konnte man den Druck einstellen und konnte man sich damit wirklich also wenn man es ganz auf voll Power gestellt hat, war es schmerzhaft. Das war bestimmt auch nicht gut, aber das war damals der letzte Schrei, Munddusche, wo das Wasser so richtig mit Power in so einem harten Wasserstrahl konnte man sich das dann so auf die, sozusagen in die Zahnlücken drücken, um ja, Reste rauszufeuern. Und natürlich elektrische Zahnbürste. Stimmt, das ist ja auch noch ein Aspekt, das fette Öle, alles, was man so für Fondue braucht. Wenn es nicht Käsefondue ist, ist ja auch teurer geworden. Und der Strom, wenn man heute das elektrisch macht. Sonnenbänke. Stimmt, damals hat man sich sowas in die Bude gestellt, eine Sonnenbank. Also man musste natürlich den Platz haben, aber ne, Sonnenstudio at home. In verschiedenen Ausführungen. Ach, diese Massagebänder, wo man so durchgewuppelt wurde, was dann angeblich irgendwie auch formgebend sein sollte. Das ist schon fragwürdig. Wärmemassageset. Ich weiß nicht, ob das schon so ein verkappter Zauberstab oder wie der Magic Wand oder wie das Ding heißt sein sollte. Da ist es. So, alle Kinder gucken jetzt mal weg. Das war sozusagen die große Aufregerseite im Katalog. Ich muss wieder ein bisschen rauszoomen, ich bin zu dicht dran. Na? Kondome. Dann, ja, in verschiedenen Formen. Bücher, exotische Liebesspiele. Was ist das? Gab es auch nicht auch irgendwie noch irgendwelche Mittelchen, die angeblich irgendwas bringen sollten? Enthaarungsschaum, also auch schon solche Sachen. Und wo man sich fragte, was ist das und warum hält die Frau sich das ins Gesicht? Ja, wie gesagt, als Kind hat man sich das gefragt. Es wird hier auch verkauft. Naja, gut, als Massagestab, sanft vibrierend, inklusive Batterie. 18 cm flexibel, wie Abbildung, flexibel schwarz oder 30 cm starr weiß. Wie man's mag. Das war sozusagen die Erotikabteilung. Was ist das hier für ein komischer. Wieso ist hier ein Klodeckel plötzlich mittendrin? Hygienische. Ach, das ist ein Toilettenbezug. Ah, wenn man irgendwo an fremden Orten auf Toilette gehen muss. Wir sind ja im Gesundheitssektor, wie man sieht. Deshalb, es gab damals schon Digitalthermometer. Das wusste ich jetzt nicht. Blutdruck, Blutzucker. Zack, sind wir. Krasser Themenwechsel, das ist ja immer so in diesem Katalog. Hi-Fi Video Studio, das Modern Talking für Arme. Er trägt das Jackett von Gottlieb Wendehals auf. Ist das jemand Bekanntes? Die sieht irgendwie aus wie auch eine Schauspielerin. Naja, Schneider. Damals große Marke für sowas. Hier driften wir nochmal kurz zu Boris Becker ab. Sind wieder bei Hanseatic. Videotext. Videotext war damals auch noch ganz neu. Hier recyceln sie die Bilder aus der Klamottenabteilung. Hitachi, ITT. Stimmt, ITT gab es damals auch als Elektronikproduktfirma. Videorekorder. Ghetto Blaster mit integrierten Fernseher. Mobile Fernseher. Damals auch. Ganz hot. Ah, ITT aus Bochum war deine Mutter. Das ist ja auch interessant. Wie gesagt, weiß nicht, ob es ITT heute noch gibt. Fischer, Hitachi, Philips, Hitachi. VPS war damals auch, glaube ich, relativ neu. Ah, später wurde aus den Nokia. VPS war damals dieses tolle System, was es einem einfacher machen sollte, den Videorekorder zu programmieren. Videokassetten, Kabel. Videokamera? Ja, liebe Kinder, damals musste man so einen Klotz mit sich rumtragen, wenn man Videos filmen wollte. Kann man heute niemandem mehr erzählen. Und das waren schon die kleineren Modelle. Stereo-Kompaktanlagen. Nee, das sind ja noch richtig, das sind sogar noch Bausteine, also ne, einzelne Komponenten, die man
hinstellen konnte, wie man wollte. Gab dann ja auch die Kompaktanlagen, wo das so pseudomäßig getrennt aussah, aber in Wirklichkeit war es alles ein Guss. Schneider. CD-Player, Tuner, Verstärker, Doppelkassettendeck. Damals ganz wichtig. Ja, Showview braucht man, glaube ich, wirklich nur 9 Nummern eingeben und dann wusste der Videorekorder, aha, Samstag, 18 Uhr, 2 Stunden. Irgendwie so. Stand dann auch in den Fernsehzeitungen stand dann halt immer der VPS-Code, den man eingeben musste. Aber war das nicht auch so, dass es dann noch so ein, dass dann noch übers Fernseh so ein Signal gesendet wurde, falls die Sendung sich verspätet? Das gab es, glaube ich, auch noch. Ach ja. Boxen. Wenn man heute diese Lautsprecher sieht, heute, ne, diese kleinen Bluetooth-Brüllwürfel und früher hat man sich da halbe Wandschränke ins Zimmer gestellt. Für Akustik. Ja, Kompaktanlagen, Doppel-CD, CD-Player, Plattenspieler, konntest von Kassette zu Kassette überspielen, von Platte auf Kassette, von CD auf Kassette, weil im Auto hattest du meistens noch Kassettenradios. Also Kassetten, Autoradio mit Kassette. Sogenannte Ghetto-Blaster. Hatte ich auch einen, so einen schönen, so durch die Gegend, der Unmengen von Batterien schleppte. Gut, es gab dann die Eskalationsvariante, mit CD-Player und Doppelkassettendeck zum durch die Gegend schleppen. Ich hatte so einen in der Größenordnung hatte ich einen. CD-Player. Walkman. Der Klassiker von Sony. Fischer, Panasonic, Sharp, Soundwave. Iva hatte ich glaube ich auch mal einen. Uhrenradios. Oh, jetzt wird's nerdisch. Gott, schon so spät. Jetzt wird's nerdisch. Atari-Konsole. System 2600. Aber schon das neue Gehäuse. Und die Spiele dazu. Und Joysticks. Und der Amiga 500. Joystick Competition Pro. Bester Joystick ever. Matrix-Drucker. C64C. Also nicht der normale C64, aber 1541, das Diskettenlaufwerk. Amiga hatte ich auch. Ich glaube, ich hatte erst den Atari 25ST und dann den Amiga. Ich weiß nicht. Ich hatte dann doch irgendwie ein paar mehr. C128, 120 Zeichen pro Sekunde, Matrixdrucker, Druckerpapier gleich mitstellen. 2000 Blatt Endlospapier, das mit den Perforationen, um diese Lochstreifen an der Seite abzumachen. PC. Der neue PC-1 von Commodore ist einer der kompaktesten MS-DOS-Computer. Mit seinem Betriebssystem MS-DOS 3,2 brauchen Sie auf keine IBM-kompatiblen Programme zu verzichten. 3,2 steht da, nicht Punkt 2. Prozessor 8088, 8-Bit mit 4,8 MHz Taktfrequenz. Mit eingebauten 5,25 Zoll Laufwerk. Schick, schick. Ah, oh, das ist schon der 1040 STF. Ne? Wie gesagt, ich hatte den Atari 520 ST und das ist schon der Nachfolger der 1040 STF. Hier ist der 520 STM, den hatte ich mit Diskettenlaufwerk. Das waren schon 3,5 Zoll Disketten. Noch ein PC. CPC 6128. Okay. Elektrische Schreibmaschinen, Diktiergeräte, Videokamera, noch so ein Klonken. Was ist das eigentlich? VCC 8mm Video, Autofokus. Analoge Spiegelreflexkameras, Nikon F501. Boah, 1098 DM. Boah, war damals halt auch schon teuer zu fotografieren. Damals noch analog. Objektiv 1,57. 700 Mark. Oh, Zoom-Objektive. Vivita, Honeymax, Hightech, sagt mir alles nicht. Luxon. Metz sagt mir das. Batterietestgerät, Filmsafe, Filterset, Reinigungsset, Polaroid-Kamera. Sofortbildkamera. Da ist wieder diese Mini-Kamera, von der ich erzählt habe.
dass wir die hatten. Kompaktkameras. Aber alles, glaube ich, noch Kleinbildkamera. Genau, Kleinbildsucherkameras. Was haben wir hier? Fernleser, Fotoalben. Spiel und Spaß. Jetzt kommt Spielzeug. Ey, Holzteile. Ich glaube, ich hatte das nicht, aber irgendein Spielkamerad hatte das. Also ich habe damit gespielt als Kind, aber hatte das nicht selber. Oh, Spiel und Spaß. Schaukelpferd. Lego. Richtig oldschool Lego. Wow. Tja. Die Sets jetzt haben. Die echt, die oldschool Ritterburg. Wahnsinn. 21, 22, 22. Ritterburg 60, 80. Mit Rittern, Bogenschützen, Lanzen und Fahnen, Rittern, Reitern, Pferden. 667 Teile, 89 Mark 50 Pfennige. Lego Technik. Noch Oldschool Technik mit Technik Bricks und so. Wahnsinn. Spiel und Spaß. Kaufmannsladen, Kasperle Theater, Küche, Staubsauger, Barbie. Barbie. Ist das Barbie? Steht da nicht. Spiel und Spaß. Puppenapartment. Nö, ist kein Barbie. Der Polizeiwagen mit Batterie und Blaulicht-LED. Tolle Haarkreation. Hier ist Barbie. Barbie, bis der Arzt kommt. Zwei Seiten. Nein. Anderthalb Seiten Barbie. Oh, Puppenbaby hier, der Dings da hier. Wein- und Nestbaby. Das Baby, was man füttern kann oder was zu trinken geben kann und was dann weinen und in die Windel machen kann. Ganz wichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da gab es schon eher Walkie-Talkies. Waren damals auch der heiße Scheiß. Gott, damals gab es schon diese Kindermotorräder und Kinderfahrzeuge. Oh, Godzilla! Mantisauer, die Gottesanbeterin. Mattel, Masters of the Universe. Habe ich doch gerade den Cybertruck zusammengebaut und von Mattel erzählt, dass die Master of the Universe-Lizenz haben. Hatten sie, wie man sieht, schon 1987. Nur, dass es da halt noch keine Klemmbausteine waren. Akkus. Also doch, Dicky. Keine echte Carrera-Bahn, eine Dicky. Ferngesteuerte Autos. Hatte ich als Kind, hatte ich auch irgendwas ferngesteuertes. Computerflottenmanöver. LCD-Spiele. Ah, klassische Spielesammlung. Ja, He-Man, Masters of the Universe. Oh, Kasparov. Ne? Ist ja gerade in Sachen Politik unterwegs, Garry Kasparov. Machte damals Werbung für Schachcomputer. Trivial Pursuit. Genius oder Genus Edition? Genus. Risiko, Cluedo, Mehrspiel hatte ich. Spiel des Wissens, Spiel des Lebens, Spiel der Spiele, Casino. Autoradios. Kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Früher hat man ein Auto gekauft und da war dann so eine rechteckige Aussparung und dann hat man ein Autoradio gekauft und hat es da reingedrückt, natürlich die Kabel angeschlossen, dann hatte man ein Autoradio. Und wenn es kaputt war oder einem nicht mehr gefiel, hat man es rausgenommen und hat ein anderes Autoradio eingesetzt. Geht ja heute gar nicht mehr. In unserem Polo ist noch ein Autoradio, was man rausnehmen kann. Das ist allerdings sogar ein Doppeldien. Das ist sozusagen doppelt so hoch. Also zwei Autoradios hoch und das hat mal rumgezickt und dann hätte VW mir ein neues eingebaut und dann habe ich gesagt, nö, ich finde die Funktionalität von dem eingebauten zu doof. Ich kaufe mir selber eins. Dann habe ich mir ein typisches Kenwood Doppeldien-Autoradio gekauft und selber da reingedrückt. Und das haben wir heute halt noch. Funktioniert auch noch. Aber hier sind nur einfache Bauhöhe. Autoradio, wie gesagt, kennt heute keine Sau mehr. Equalizer, stimmt. CD-Player. CB-Funkgeräte. Musik-Soundboard, ne, in die Hutablage, die es ja heute auch kaum noch gibt. Boxen oder Lautsprecher einbauen oder obendrauf bauen oder sonst irgendwas machen. Echt Lammfellüberzug für den Autositz. Boah. Wer es mag, Schonbezüge. Mit Beheizung. Na, das waren damals so Kindersitzerhöhungen von Römer und. Ja.
Zentralverriegelung nachrüsten, Fensterheber nachrüsten, indem man die Kurbeln abbaut und statt der Kurbeln da so Kästen anbaut. Echt der Wahnsinn. Autoshop. Werkzeug. Wie gesagt, es gibt dann ja noch eigene Kataloge für Werkzeug und so weiter und so fort. Und deshalb, ja, gibt es dann da nicht mehr so viele Sachen. Bosch, Bohrmaschinen, ähnliches Gedöns, Black & Decker. Achso, ja, und das war hinten immer die Seite, wo war ja noch nicht so einfach oder vielleicht gar nicht möglich mit zurückschicken. Das heißt, man sollte die Sachen schon immer gleich in der richtigen Größe kaufen. Deswegen wurde einem haarklein erklärt, wie man sich selber misst, wie man aufgrund der gemessenen Daten zu seiner Kleidergröße kommt. Sogar unterschieden zwischen normal, kurz, starke Hüfte, lange Größe, normale Größe, untersetzte Größe, schlanke Größe, Bauch, Bauchgrößen. Haben Sie mich gerade fett genannt? Auch hier, ne? Miedersalon mit der guten Beratung. Sie haben ganz spezielle Miederfragen. Dann lassen Sie sich von Frau Marlon beraten und machen Sie ja sogar ein Foto, weil das ja ein sehr vertrauenswürdiges Thema ist. Genau, und hinten ist dann nochmal, vorne war ja nur so Themenübersicht, hier ist dann wirklich Stichwortübersicht. Also da konntest du wirklich sagen, ich will einen Plattenspieler. Und dann hast du hier geguckt, P wie, hoffentlich funktioniert das jetzt. P wie, pl, per Personal, per Pullover, Pokale, Plattenspieler. 991 bis 994. So hat man damals dann eben geguckt. Und zum Schluss nochmal, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe die falsche Intro-Musik gespielt, nämlich die ich eigentlich nur im Kontext mit Klemmbausteinen spielen darf, aber dann habe ich das ja irgendwie auch hingekriegt. Für Kinder das Größte, Legoland ab 5 Jahre, ohne Abbildung, 6 Lego-Straßenplatten, 29,90, Rennpisten-Set, Hubschrauber, Auto mit Anhänger, Drex Buggy, Kranwagen, Lego-Technik. Lego Technik Set, 99 Mark. Tja. Legoland ab 5 Jahre. Und hier hinten nochmal HiFi-Bausteine mit CD-Player. 100 Watt, das weiß ich, stimmt, das war dann immer dafür. Wie viel Watt hat denn deine Anlage? Oh, die hat 100 Watt. Oh, meine hat 150. Oh, meine hat 200 Watt. Ging dann immer darum, wie laut theoretisch die Dinger sein konnten. Wie sie klangen. Also die Boxen sehen nicht nach gutem Klang aus. Ja, also, das waren jetzt, Gott, oh Gott, eine Stunde 40 haben wir gebraucht für den Katalog. Ich weiß nicht, ob ich mir nochmal, wie gesagt, wir müssen uns eigentlich nochmal einen dieser deutlich älteren Quelle-Kataloge angucken, weil den haben wir uns mit zusammensetzend durchgeguckt, meine Frau, mein Lüttersohn und ich. Oh, es war... Das hier ist zwar auch teilweise Fremdschämen, ist halt 80er Jahre Fremdschämen, aber 70er Jahre ist nochmal eine Tour krasser als das hier. Also gut, jetzt habe ich die nächsten Abende erstmal Termine. Mal schauen, wann es hier weitergeht. Ne? Ich mache jetzt, weil wir ja gesehen haben, dass wir hier wir hatten ja was Noppiges drin, deswegen mache ich dann auch wieder die noppige Abschlussmusik. Und eigentlich will ich zum Schluss immer noch mal auf diese Kamera gehen. Habe ich jetzt gemacht, deswegen kann ich jetzt Feierabend machen. Tschüss. 1, 2.